heißt? Mohammed. Woher kommst du? Aus Palästina. Und wie lange bist du schon hier? Seit 11 Monaten. Und gefallen dir auch die Menschen in Fürth? Die haben voll Respekt und so. Also im Moment lerne ich Deutsch und nächstes Jahr auch werde ich die Schule weitermachen und dann werde ich Ausbildung machen und Frisur. Ich komme aus Afghanistan. Und wie lange bist du schon in Fürth oder wie lange bist du schon in Deutschland? In Fürth bin ich ungefähr 4 Monate, aber insgesamt in Deutschland bin ich 11 Monate. Gefällt es dir in Fürth? Ja, Fürth ist eine schöne Stadt und hier gibt es so Möglichkeiten für Sport und für, es gibt auch Schule und ja, ich habe so viele Leute kennengelernt, ja. Und was wünschst du dir für die Zukunft oder was hast du vor in der Zukunft? Für Zukunft, ja, wir machen zuerst ein Quali und danach fangen wir mit Ausbildung an und danach Arbeit. Ich bin Azim, ich komme aus Afghanistan und seit 9 Monaten bin ich in Deutschland. Wie stellst du dir deine Zukunft in Deutschland vor? In Afghanistan gibt es keine Sicherheit, es gibt wirklich keine Zukunft für uns. Und deshalb bin ich von Afghanistan bewegen. Dann will ich in Deutschland eine gute Zukunft zu machen, eine Ausbildung zu machen und ein gutes Leben zu haben. Was möchtest du demnächst machen? Hast du eine Ausbildung oder was willst du dann beruflich machen? Ich will zuerst einen Schulabschluss machen und dann vielleicht ich will studieren. Ich will Informatiker zu lernen. Dann ich will eine Informatiker zu werden.